So, und jetzt machen wir das einzig Richtige, nämlich... Gut, wir könnten uns eigentlich da rausstellen und schützen. So. Und du machst eins, du machst jetzt mal deinen Hieb. Katsching! Dann sind die mal alle ein bisschen weiter weg. So, das Katapult kann... Was kann er denn angreifen? Du greifst den dann. Was machst du denn eigentlich? Schaden 31, das ist ja gar nicht mal so schlecht. So. Kannst du beim Angreifen? Ja, es sollte ja einiges gehen. Komm, du machst den hin. So, du könntest hier... Die alle vereisen. Super, und da ist sogar einer hingeworden. Das war jetzt unerwartet. So, Cloud stellt sich hier hin und wartet erstmal. Soldat, du stellst dich nach vorne und tötest bitte den Soldat. Das wirst du ja wohl schaffen. Ja, gut, danke. Ich habe schon jegliche Hoffnung aufgegeben. Und du gehst hier hin und heilst doch bitte mal. Ne, den Dalkin brauchst du nicht heilen. Den Emos kannst heilen, das ist eine gute Idee. So, was haben wir denn hier noch offen? Bist du? Ne, den haben wir schon, aber du bist noch offen. Kannst du jetzt schon hier beim Angreifen? Nö. Dann gehst du da nach vorne und greifst diesen Bogenschützen an. Wichtig ist, dass die Bogenschützen aus dem Weg geräumt werden, weil ich habe selber genügend Bogenschützen und die... Ja, wir wissen, wie böse das die sind, die Bogenschützen. So. Und du kommst hier hin und... Ja, müssen wir warten. Blöd, dass die... Eieiei. So, jetzt wird es spannend, aber wir haben die meisten der Charakter im Schutz. Das ist gut. Bis auf den Bogenschützen ist halt jetzt leider tot. Ja, das haben wir wieder toll hingekriegt, ne? Alter. Ja, und jetzt wäre richtig gut, wenn wir doch... Ja, wenn wir irgendwie so ein Eisding oder sowas hätten. Ja, gut, aber ich würde sagen, Dalkin hält das noch einmal ohne Heilung aus. Und dann kannst du hier mal deine Schlitzkünste zur Schau stellen. Gut, das ist zumindest ein bisschen was kaputt geworden. Komm, und wir stürmen jetzt eher. Das Katapult, kannst du irgendwas angreifen? Ja, wunderbar, machst den Bogenschützen. Ja, es macht den Bogenschützen ganz hin, da bin ich froh. So, du lieber Soldat, du bist leider immer etwas... Weiß ich nicht. Ja, du könntest den einen Rekruten da kaputt machen. Aber du bist halt nachher hin, das ist eher der Nachteil. So, du kannst den Bogenschützen da drüben kaputt machen. Und der Emos wird natürlich sich einfach auch wieder etwas... Moment. Stürmen. Cloud macht wieder mal nix. Und Soldat macht wieder mal nix. Dann schauen wir mal, was passiert. Gut, der Dalkin, der verteidigt, das ist ganz gut. Zum Glück hält der Dalkin extrem viel aus. Das ist der klassische Tank. Ja. Der kleine, süße Rekrut meint wirklich hier etwas reißen zu können. Na komm, wir stellen uns jetzt nochmal etwas offensiver hin und schützen hier. Und jetzt werden wir Dalkin trotzdem mal heilen. So, heilen. Und dann schauen wir mal, du kleiner, süßer Soldat. Moment, jetzt schauen wir mal, was haben wir denn hier? Eiswall, da kriegen wir zwei, da kriegen wir einen. Da kriegen wir zwei. Wenn du dich hier hinstellst, ist das dann besser? Ja, da kriegen wir vier. Komm. Wunderbar. Und drei davon sind hin. So, Cloud stellt sich mal hier nach unten und greift den da an, damit der dann kaputt wird. Sehr schön. So, der Soldat hat natürlich mal wieder nichts zu tun, was auch klar ist. Wartest ab. Und der Emos, komm, du machst nochmal hier, machst nochmal deine Stürmerei. Das Katapult könnten wir jetzt ehrlich gesagt dann auch mal damit einbeziehen. Aber naja, so, die haben alle keine Chance. Wie sieht es eigentlich um die Energie von Dalkin aus? Gut, der hat 88, so. Ja, und der Bogenschütze wartet lieber mal eine Runde, weil egal. So, und so gefällt mir das. Das ist dann das unbesiegbare Kampf. 9 Felder-Eck, sage ich mal. So, Dalkin. Oder sollten wir... Ich weiß ja nicht, sollen wir... Kommen wir... Wir könnten jetzt, Moment mal. Du könntest ja Superhieb machen, da würdest du sogar jetzt einige treffen. Aber, wenn wir da gehen. Moment, wenn wir dahin gehen, würdest du auch noch die treffen. Wo würdest du am meisten treffen? Hier. Gut, aber das machen wir. Gut, wir machen das so: wir stellen dich mal dahin und machen hier Schutz. So, dann darfst du den Rekruten töten. Nee, er ist nicht ganz gut. Kaputt. Gut, das war fast zu erwarten. So, dann stellst du dich hier hin und triffst hoffentlich ihn da, den Leutnant. Genau.
So, dann machst du mal hier diesen da, den Superhieb. Und dann machst du mal die beiden hin. Das ist schön. Und der Leutnant, naja, gut, der braucht man. So, das Katapult kann den angreifen. Das finde ich aber etwas schade, weil ich würde... Mir wäre viel lieber, wenn er den angreifen würde. Genau, sehr gut. So. Cloud macht wie üblich... Obwohl, Cloud könnte jetzt eigentlich... Komm, wir könnten den töten. Velvet stürmt. Dalkin braucht eigentlich gar keine Heilung, aber Cloud bräuchte eine Heilung. Wie machen wir das jetzt blöd? Oder willst du denn töten, Soldat? Nee, du stirbst dabei, den Versuch, den zu töten. Komm, Soldat, du gehst hier hin und wartest. Cloud macht auch mal nix und wartet. Und du, liebe Fina, heilst doch den Cloud. Yay! Schön. So, natürlich, die Feinde wollen jetzt angreifen. Oh nein, sie haben mein Katapult geplättet. Ach, das finde ich echt nicht nett. Gut, ich würde sagen, komm, wir schützen hier nochmal. Der Fleck gefällt mir ganz gut. So, lieber Paladin, wir schauen mal was... Oder, Moment mal. Zwei Paladine, wie sieht's denn eigentlich aus? Seid ihr irgendwie... Gut, du hättest Eis Level 1. Du könntest hier beide an... Nee, könntest du nicht. Schaffst du nämlich nicht, oder? Wenn wir hier... Hier? Gut, hier schaffst du es. Wunderbar. So, den müssten wir eigentlich auch hinmachen. Jetzt haben wir hier schon geschützt, leider, ne? Wir haben noch zwei Bogenschützen. Gut, die können sich aktuell nicht wehren, das ist gut. Das bedeutet, wir könnten die eigentlich hier mal... Wobei, du bist eh ein Fernangriff, Mensch. Greif doch den dahinter mal an. 22, sehr gut, dann kannst du den töten. So, dann ist der mal Geschichte, ne? So, Cloud darf den da mal angreifen. Vielleicht schafft er den sogar. Ja, er schafft den wunderbar. 40 sogar. Sehr schön. So, dann machen wir noch zweimal Angriffe mit dem da. Einmal hier. 58. Und du machst dasselbe. 41. Ja, und Emos stürmt lieber, weil der schafft es leider in dem Zuge nicht. Ja, komm. Eieiei. So, ihr steht jetzt natürlich besonders schlecht, um den anzugreifen. Aber naja, könnt euch ja leicht verrücken. Du, komm. Ja, du darfst auch einen Schlag jetzt machen. Angriff. Ka-ching. 16. Leutnant greift zurück und das ist okay. So, mit dem Bogenschützen machen wir 15 Schaden. Und ja, ist Geschichte. Wunderbar, so gefällt mir das. So sollte das laufen. Gute Wahl. Lasst uns weiter Truppen zusammentrommeln. Yay. Ja, das können wir jetzt, weil wir haben jetzt 1000 Punkte. Wir sehen uns nochmal um, ob vielleicht nicht irgendwo ein Kistchen herumliegt. Man weiß es ja nie so genau, ne? Ein schönes Kistchen. Lalalalalala. So, zwischendrin machen wir immer mal wieder so einen kleinen Angriff, ne? Oh. Ach so. Ich dachte schon, was ist hier jetzt los? Also, hier zeigt es mir nochmal die Option, die ich gewählt habe. Nur es sind halt keine Truppen mehr da, von dem her, ja. So, was ist das da unten Hübsches? Dämonen. Oh. Leutnant. Die kaiserlichen Truppen halten auf uns zu. Wir müssen reagieren. Worauf reagieren? Keine Sorge, ich habe einen Plan. Ich habe ein paar Dämonen gefunden, die dumm genug sind zu glauben, ich würde sie vor dem Kaiserreich schützen. Wir können sie einfach als Schilde benutzen. Als Schilde benutzen? Ja, als Schilde. Das heißt, wir werden sie vor unsere Truppen positionieren, damit sie an unserer Stelle die volle Wucht einstecken. Aha, aber natürlich, haha, vor uns. Wie Schilde, ne? Wir würden sie aber nicht tragen, stimmt's? Stelle ich mir jedenfalls vor. Alter, mir völlig egal, was ihr euch vorgestellt habt. Jedenfalls werdet ihr einen Weg finden, die Angelegenheit den Dämonen zu erklären. Zu Befehl, mein Herr. Alter, dieser Leutnant, der ist echt sowas von blöd. Freunde, Dämonen, Mitbürger, eure Chance auf Glanz und Gloria ist gekommen. Verteidigt euer Land gegen die Invasoren. Wenn wir die Armee dezimieren, helft ihr uns dann, das Kaiserreich anzugreifen? Aber natürlich, klar, was denkt ihr denn? Der große Magus ist nämlich allmächtig, der macht alles. Nur mit ihm an eurer Seite werdet ihr es dem Kaiserreich definitiv heimzahlen. Okay, wenn er wirklich so mächtig ist, warum kämpft er dann nicht gemeinsam mit uns? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, aber wir werden es rausfinden. Findet ihr das nicht auch ungerecht? Oh ja, nein, absolut. Er scheint es ehrlich zu meinen. Oder ist er nur ein Idiot? Also, nächstes Mal werden wir ihn bitten zu bleiben, okay? Alter, ich weiß nicht, ob ich ihnen über den Weg traue. Aber haben wir denn eine andere Wahl? Wenn uns unser König doch bloß überlebt hätte. Sie positionieren die Dämonen an vorderster Linie. Wie konnten Sie Dämonen davon überzeugen, an Ihrer Seite zu kämpfen?
Das stinkt nach einem Verrat des Magus. Er würde alles tun, um sein Ziel zu erreichen. Ich will nicht gegen meine Brüder kämpfen. Vielleicht kann ich sie davon abbringen. Also letztes Mal hat das nicht so toll geklappt. Es muss eine Lösung geben. Ja, die Lösung ist auf jeden Fall zuerst mal shoppen gehen. Gut, wir könnten hier eine berittene Einheit machen, aber ich glaube, die mag ich nicht. Sollte ich vielleicht... Komm, bestellen wir uns nochmal einen Bogenschützen? Nee, komm, wir machen hier aus diesem Schlechten, machen wir jetzt mal einen Guten. Und ja, einen neuen Rekrut und den machen wir doch gleich mal zum Bogenschützen. Nächstes Mal machen wir... Nee, kaufen uns einen Katapult. So. Und Angriff! Hey! Oh. Ja, Cloud steht etwas ungünstig. Du gehst mal da nach unten und wartest ab. Du gehst mal hier hin und schützt auf jeden Fall mal. Du gehst an vorderste Front, weil du wirst dann mit Stürmen tolle Stürmungsaktionen machen. Du wirst dasselbe machen. So, du bist die liebe Heiltante. Du stellst dich hier hin und stürmst ebenfalls mal. Ja, und die ganzen anderen. So, der sollte, kann natürlich nicht so weit gehen. Du gehst da mal hin und greifst mal. Ja, greif mal so einen Dämon an. Zack. Also, es ist ja gut, weil hier ist so ein Nadelöhr und die kommen ja ohnehin nicht an uns vorbei. So, das Katapult können wir hier stehen lassen. Das könnte ja schon was angreifen. Genau, nämlich den zum Beispiel. Zack. Sehr schön. Also ich würde sagen, wir warten hier einfach geschickt. So. Schade, dass wir die nicht mit dem Bogen... Ah, den können wir doch schon treffen. Gut, der ist hier schon kaputt. Ja, das Gemeine ist natürlich, dass wir hier schon so viel haben, weil wir ja oben die einfachen Sachen ja auch schon gemacht haben. Obwohl, die haben ja auch nicht wenig hier, muss ich sagen. Naja. Ja, konzentriert ruhig eure ganzen Charakter hier irgendwo in der Nähe. So, das ist jetzt etwas blöd hier, sehe ich gerade, weil da unten können sie ohne Probleme durch, aber das sollten wir ja schaffen. So. Oh, ja, greift ruhig an, ist alles kein Thema. Die kommen mir da etwas zu nahe schon, muss ich sagen. Mal gucken, kann der könnte wieder zurück. Moment, du gehst mal da nach unten und wartest mal. Also du wirst auf jeden Fall schützen, damit wir den Fehler nicht machen, das wäre sonst blöd. So, du kannst hier angreifen. Und zwar komm, greif den Paladin an, der ist gefährlicher. So, und weil die da oben so nah kommen, werden wir den Emos hier hinstellen und der soll hier gleich mal seinen Hieb ausführen. Obwohl, nee, da warten wir bis zum Schluss, weil zuvor dürfen die Bogenschützen natürlich noch angreifen, weil die erreichen ja jetzt schon ein paar. Du zum Beispiel greifst gleich mal den Paladin an. Wie gesagt, der Paladin, die Dämonen, vor denen habe ich keine Angst, ja. Sorry, Emos, aber von den Dämonen habe ich keine Angst. So. Seht ihr, die halten nichts aus. So. Das Katapult, das könnte man, ja, gut, das greift dort unten an, das ist okay. So, Moment. Du hast schon angegriffen, wem kannst du angreifen? Du kannst den Dämon angreifen, das ist gut. Du kannst hoffentlich den da unten angreifen. Das sollte jetzt eigentlich Geschichte sein, ja. Dann darfst du dich... Du hast ja hoffentlich ein bisschen mehr... Wie jetzt? Achso, du bist ja schon da nach unten gegangen. Nee, stimmt schon, ja. Moment. Du gehst da nach oben und du machst mal deinen berühmt-berüchtigten Hieb, dass hier mal ein bisschen Platz entsteht, ja. Du wirst weiterhin stürmen, damit wir dann Eislevel 2 haben. Und du kannst dich jetzt hier in den Schutz stellen und darfst hier den Ritter angreifen. So. Ach, und der Cloud, der macht natürlich mal wieder nix, ne? Nein, ein Angriff, oh mein Gott. Ja, und ich bin gespannt, ob sich die alle so richtig schön positionieren, wie ich sie haben will. Der Dalkin hat Gott sei Dank noch genügend Energie, das ist positiv. Ja, bleibt ruhig, so ist kein Problem. So gefällt mir das prinzipiell ganz gut. Ja, das ist eher schlecht, das gefällt mir so nicht so, aber naja. Ihr wisst, was ich vorhabe, wahrscheinlich. Ja, und das passt ganz gut so, was ich hier vorhabe. Das gefällt mir so ganz gut, wie die positioniert sind. Wunderbar. Ja, das war jetzt eher blöd, aber naja. So, Spiele ist am Zug und schauen wir mal, wenn wir hier Diamantenstaub, da bekommen wir 1, 2, ja, doch, sind schon ein paar dabei. Problem ist, wenn ich zwei Felder zurückgehe, obwohl das wäre wahrscheinlich sogar besser. Komm, du schützt zuallererst. Wir bleiben hier, der Platz gefällt mir strategisch ganz gut. So, du greifst an, nämlich
den da. Und was ich hier jetzt eigentlich erreichen wollte damit, ist, dass die liebe da... Oh, das ist ja hinter das Ding. Dass die da zurückgehen kann und von hier aus den Diamantenstaub machen kann. Weil da haben wir jetzt im Endeffekt noch weniger, glaube ich, erreicht wie vorhin. Naja, kann man nichts machen. So, Angriff. Cloud, stellen wir mal nach vorne. Und du wirst stürmen. Der Bogenschütze sollte doch eher etwas in den Rück... Obwohl, Moment mal, jetzt schauen wir mal, wen erreichen wir hier. Hier erreichen wir den, das ist gut. Ist nämlich hin. Schön. So, hier erreichen wir den. Ist auch gut. Ist der auch hin? Nein, nicht ganz, der hat noch einen Punkt. Schade, schade, schade. So. Komm. Der Soldat ist geplättet, das ist gut. Machen wir noch einen Angriff auf den Ritter. So, und du stellst dich jetzt auch mal in den schützenden Bereich und machst hier einen Angriff da nach unten auf den Paladin. Und schauen wir mal, 25 und 21. Ja, wunderbar, der Schaden wird minimiert. So gefällt mir das. Dalkin sollten wir vielleicht wirklich heilen. Schadet nicht, weil sonst ist Dalkin hin. Und wenn Dalkin hier hin ist, schaffen wir selbst mit so einer großen Armee nicht. So. Das Katapult lassen wir nachrücken und lassen wir hier... Ach, cool. Okay, ja, komm, lass, machen wir den Paladin hin. Der ist, glaube ich, gefährlicher als der kleine süße Bogenschütze da vorne. Und ich weiß ja nicht, kommen die jetzt nach vorne oder müssen wir... Ich glaube, wir müssen etwas vorrücken mit Dalkin, aber das sollte kein Problem darstellen. Alter, ja, greif ruhig an, ist kein Problem. So. Nein, er hat einen Bogenschützen von mir getötet, aber das ist okay. So, mit Dalkin, wie gesagt, sollten wir vorrücken. Wir werden hier hin. Ist es zu weit? Ist es zu weit? Komm, wir machen kleine Schritte und schützen. So, jetzt schauen wir mal. Die Velvet, die stellt sich gleich mal wieder in erste Reihe und wird hier stürmen. Dalkin, die HP, die gefallen mir nicht so hundertprozentig, aber du wirst natürlich gleich geheilt. So, du kannst hier gleich mal... Moment, nee, das machen wir erst nachher. Jetzt schauen wir mal, was wir mit dem Bogenschützen so schönes treffen können. Du hast ja Hieb Level 1. Gut, das machst du dann hier. So, also erst schauen wir mal mit dem Bogenschützen. Katapult, was kannst du treffen? Nix, das ist schade. Moment, wir warten zuerst hier. Nee, mit denen. So, wir müssen zusehen, dass wir auf jeden Fall die Bogenschützen kaputt machen. Das war zum Beispiel so einer. So, was kannst du hier kaputt machen? Ja, machst du auch einen Bogenschützen hin, das ist auch okay. So, du stellst dich hier hin und greifst hier den da an, das ist auch okay. Weißt du was? Wir werden den jetzt einfach hier hinstellen und nochmal Stürme machen, weil dann machen wir da das nächste Mal dann Mega-Stürmerei. So, du machst den, hoffentlich... Ja, er hat den, damit hätte ich nicht gerechnet, dass Cloud den wirklich auf Anhieb tötet. So, du kannst irgendwas angreifen. Ja, den Bogenschützen noch mit einem HP. Ich bin begeistert. Wow. Wie viel HP hat der Dalkin eigentlich noch genügend? Okay. So, und du wartest und... Oh, der hätte auch noch Zeit zum Angreifen, aber... Was ist hier eigentlich? Ach, das ist ein Bogenschütze von mir. Aber du wartest auch lieber erstmal. Das Katapult kann irgendwas angreifen. Nehme ich den da. Wunderbar. So. Gut, wir sind ein Stück weit vorgerückt. Wahrscheinlich wird der Bogenschütze am unteren Ende jetzt tot sein. Ja, das dachte ich mir fast. Aber Opfer muss man leider bringen. Auch im Krieg. So, man sieht, die lustigen Gesellen rücken immer weiter vor. Was prinzipiell gut ist. Dasselbe werden wir nämlich auch machen. Jetzt schauen wir mal, können wir mit dem hier Superhieb... Ja, würden wir doch etwas an Schaden machen. Das bedeutet, wir werden hier für ihn ein Fleckchen reservieren. Ja, toll, das geht jetzt nicht. Wir müssen zuerst hier mal ausräumen. Mach den Tod. Alter, was ist los? Ich habe gesagt, ihr sollt den Tod machen. Den da. Tötet den Soldaten. Alter! Das kann es ja nicht sein, dass der wirklich so... Cloud, mach es fertig. So. Gut. Jetzt können wir den hier hinstellen. Genau, da wollte ich ihn haben. So, du kommst dann ganz zum Schluss da nach oben. Du wirst hier heilen, nämlich Dalkin, was auch klar ist. Die liebe Eisdame geht ja nach vorne und wird nochmal auf Stürmen sich einstellen. Was haben wir hier eigentlich noch? Den Bogenschützen. Achso, du kommst gar nicht so weit. Das ist jetzt blöd. Ja gut, dann müssen wir den wohl oder übel hier gleich mal den Superhieb verpassen, damit wir hier etwas Platz ausräumen. Damit wir meine Bogenschützen nach vorne können. So, er würde... Na komm, mach den Rekruten kaputt. Nein, er ist nicht ganz tot, das finde ich schade. So, aber du könntest... Ach, den Macho. Machos.
du? Kannst du den jetzt angreifen hier? Ja, komm, greif ihn an. Ja, der ist hin, Gott sei Dank.